So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute bin ich auch pünktlich da und heute gibt was richtig Besonderes. Also heute ist wirklich krass. Aber bevor wir mit dem kompletten Video anfangen, erstmal kurzer Tipp an euch. Denkt bitte dran, liked mal das Video. Ist keine Betteln oder so, sondern ich merke halt wirklich, ihr vergesst es einfach. Ist nicht böse gemeint, aber nur als Info. Schnell ein Like da lassen, kostet euch nichts, ihr wisst es. Dann kurze Info nur an alle neuen Abonnenten oder beziehungsweise an alle Abonnenten. Am Samstag fangen wir an mit den Custom Games mit Preisgeld, also morgen. Es wird insgesamt um 20 Euro gehen. Letztes Mal hatten wir 10 Euro, diesmal 20 Euro. Wie wird das Ganze finanziert? Natürlich über den Creator Code. Also, wer mich da supporten will, gern Creator Code benutzen. Kostet euch nichts. Dann, gestern haben wir einen Skin schon verlost für 800 V-Bucks. Mansuri hat den Skin gewonnen, hat sich aber keinen Skin ausgesucht. Vielleicht ist heute der richtige Skin im Shop. Mal schauen, ob die so günstig sind, dass er vielleicht einen bekommt. Aber da werden wir auch noch hingehen. Und wenn du natürlich auch noch einen Skin haben willst und bei den Custom Games mitmachen willst, gern ein Abo dalassen. Glocke aktivieren, damit du weißt, wann der Shop online kommt, wenn du siehst, ah, heute gibt es ein V-Bucks-Gewinnspiel beziehungsweise eine Skin-Verlosung und natürlich die Custom Games mit Preisgeld. Die Custom mit Preisgeld wird ganz einfach sein, einfach da sein, eine Runde gewinnen und wenn du Glück hast und bis Ende des Jahres die meisten Siege eingefahren hast, bekommst du halt die 20 Euro. Das letzte Mal hat Coco gewonnen, ich glaube mit 16 Siegen. Und das war schon eine ordentliche Leistung, würde ich sagen. So, dann bevor du mir dann schon reinschreibst, ja, ich möchte einen Skin haben, erstmal YT-Family-Hack. Genauso wie der Creator Code, einfach Freundesanfrage schicken ist wichtig, weil wir müssen 48 Stunden befreundet sein, bevor wir uns gegenseitig Skins schenken können. So, das wäre dann erledigt und ich würde sagen, wir gehen dann heute mal in den heftigsten Shop rein, den wir, glaube ich, bisher überhaupt hatten. Eins, zwei, drei. Oha. Oha. Das nenne ich definitiv mal Shop. Wir fangen diesmal mal rechts an. Gruß geht hier schon mal auf jeden Fall raus. Jeder, der mir den noch schenken will, kann das gerne tun. Ist natürlich keine Pflicht. Aber wer das Ganze von mir geschenkt haben will, ihr wisst es, schreibt es einfach in die Kommentare oder wir werden das Ganze im Stream nachher, wenn ich eventuell doch noch kurz online komme, können wir das Ganze auch da verlosen. Wie gesagt, ich will da keinen irgendwie bevorzugen oder so, aber hier die zwei Dinger kann man halt verschenken, nur verschenken. Also, wer da irgendwie was haben will, schreibt es in die Kommentare. Ich denke mal, einen davon werde ich dann verschenken an den, der mir da irgendwie auffällt, also lasst euch alles einfallen, warum ihr gerade hier beschenkt werden sollt. Denkt dran, diesmal dürft ihr eure Epic-Namen unten eintragen. Ich denke mal, ich werde da im Laufe des Tages dann einen glücklich machen. So, dann gehen wir weiter. Verräter. Oha. Oha. Heute ist Shop. Ich hoffe, ihr habt gut gespart. Voll allein der Hintergrund, der ist so geil. Das sieht natürlich nice aus. Für 300 V-Bucks auf jeden Fall. Für 300 V-Bucks vollkommen in Ordnung. Dann der Sith Trooper. Ja, mit dem Skin würde ich sagen, fällt man auf. Also der weiße war schon auffällig, aber der rote ist da nicht viel unauffälliger. Dann noch die Waffe auf dem Rücken. Vielleicht bekommen wir sie ja ins Spiel, aber ich denke eher weniger, weil wir wissen ja, das meiste kommt von Rettet die Welt rein. Und ich glaube, da ist nicht unbedingt irgendwas bekannt, aber wäre natürlich der Hammer, wenn wir irgendwie so eine Laserwaffe bekämen. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Oder einen gewissen Modus. Also 1500 V-Bucks. Denkt dran, wenn ihr ihn kaufen wollt, achtet darauf, dass ihr eventuell meinen Creator Code drin habt, einfach YT-FamilyHack. Ich kann auch noch mal gerade hier schnell zeigen. YT-FamilyHack, dann auf Annehmen, Abfahrt. Hier oben rechts steht zurzeit, ich unterstütze keinen Creator, aber das ist anscheinend irgendwie ein Anzeigefehler. So, dann gehen wir direkt mal weiter.
Widerstand Daumen hoch. Der ist natürlich auch nice. Also wie gesagt, wenn es da draußen jemanden gibt, der mich beschenken will, heute ist der richtige Tag. Also heute ist echt, der Shop ist nice. So, was haben wir noch? Dann haben wir Finn. Das, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, bei COD gab es diesen einen Modus, den Zombie-Modus. Da gab es auch so ähnliche Skins, aber hier, die sind echt, das sieht halt überhaupt nicht nach Fortnite aus. Also der Skin ist auch richtig nice. Ich weiß gar nicht, was ich hierzu sagen soll. Das ist quasi wie, wenn du ein neues Spiel spielen würdest. Und wir können auch hier nicht wirklich rumgucken. Sache, komplett neuer Gesichtszug, alles. Ich finde auch, der Skin ist von der Qualität, sieht der anders aus, oder meine ich das nur? So, dann das Rückenaccessoire vom Widerstand, auch nice. Wird auch auf viele Skins drauf passen. Und dann haben wir den Schlagstock. Also das ist echt mal ein anderer Shop. So hat Epic Games wirklich mal eine schöne Kooperation hingekriegt. So, dann, ja, ein netter Hängegleiter. Auch wenn ich ja so große Hängegleiter nicht mag, aber ich glaube, der hier wird nice sein. Wo hängen wir da? Ah, genau dazwischen. Ja, der wird uns natürlich im Spiel ein bisschen die Sicht nehmen. Das ist echt... So, Daumen hoch. Kann ich nur für den ganzen Shop geben. So, dann kommt der Kampfstab. Da muss ich sagen, das ist das Einzige, was mir nicht gefällt. Sonst gefällt mir bis jetzt alles, aber der Kampfstab, naja. So, dann haben wir die Ray noch dabei für 1500 V-Bucks. Mit dem Jedi-Orden auf dem Rücken. Auf jeden Fall auch nice. So. Und wir können uns das Ganze aber, pass auf, ja, 3500 V-Bucks. Aber dafür habt ihr wirklich direkt 3 Skins plus die 3 Rückenaccessoires. Die Frage ist halt nur, was kommt noch? Das ist halt jetzt echt so ein bisschen Pokern. Wenn ihr die V-Bucks habt, holt es euch, weil ihr werdet, ich denke mal, das werden Skins werden, die werden halt nie wiederkommen. Nie wieder. Weil ich denke mal einfach nochmal eine Kooperation mit denen, das wird eher weniger passieren. Also das hier sind wirklich exklusive Skins. So, dann sind wir eigentlich hier auch fertig, würde ich sagen. Aber wie gesagt, danke schon mal an den einen, der an mich den einen Orden schon geschickt hat. Wie gesagt, der eine fehlt mir hier noch. Und wenn ihr den auch haben wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Heute dürft ihr mal ausnahmsweise eure Epic-Namen unten reinposten. Und dann würde ich sagen, gucken wir gerade mal weiter. Hier kam kein Paket. Gehen wir direkt mal rüber und rette die Welt. Gucken mal, was da passiert ist. Auch gucken, ob es V-Bucks-Missionen gibt. Ich muss gerade selber nochmal gucken. Ich glaube, heute gibt es nichts. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ihr seht schon. Hier hat sich nämlich auch einiges getan. Ich wurde gestern auch, ich habe, glaube ich, was weiß ich, wie viele Geschenke bekommen. Ist halt einfach, weil ich nie haben wir hier irgendwas an V-Bucks? Ne, sieht schlecht aus. Also V-Bucks haben wir anscheinend heute gar keine in den Aufgaben. Wir können aber mal kurz durchgucken. Wie gesagt, hier sind die Lamas, weil da hat sich jemand gewünscht, welche Lamas sind drin. Also Upgrade Lama und Fernkampfwaffen Lamas. Und dann die Winterlamas sind neu. Wer die alten Tickets noch nicht ausgegeben hat, muss halt warten, bis das Event wiederkommt quasi. Und dann haben wir den Shop. Der Nussknacker. Nein, nein, mir fehlt genau einer. Ein einziger, aber das werden wir definitiv auch noch hinkriegen. Mach ich mir keinen Kopf drum. Dann der Schneebewerfer auch drin. Hab ich noch gar nicht gesehen.
So, sonst kam hier, glaube ich, nichts rein. Ja, Überlebende müssen sein. Bis der immer Überlebende kaufen. Zack, 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 zack. Die Falle habe ich schon. So, jetzt gucke ich gerade noch mal. Keine V-Bucks-Aufgaben. Aber irgendwie hat sich auch die Seite so ein bisschen geändert. Also wenn ihr irgendwie was seht, was doch V-Bucks bringt. Ich sehe jetzt gerade nichts. Aber es müsste eigentlich. Ne, es gibt anscheinend keine. Weil die haben die Seite auch umgebaut. Und ich habe auch vergessen, diesmal Schaden über mein Haupt vorher selber zu gucken. Aber ich sehe jetzt gerade nichts. Ich kann ja mal ganz kurz auf die Karte gehen. Gerade mal so schnell durchgucken. Ehre, 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 Ehre. Nix, 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 nix. Aber wie es aussieht, ist hier wirklich nichts. Und warte mal, ich muss euch mal kurz zeigen. Wir haben gestern nämlich doch noch ein bisschen die Welt gespielt. Und wir haben wieder mehr Missionen. Also besser geht's nicht. Wir kommen ganz langsam voran, aber da ist halt noch einiges zu machen. Aber wie ihr schon mitbekommen habt, ab dem 19., also nächste Woche Donnerstag, ist für mich für dieses Jahr die Arbeitswelt erstmal zu Ende. Und dann haben wir auch mehr Zeit. So, dann würde ich sagen, war es das diesmal auch mit dem Shop-Video. Wie gesagt, wenn irgendjemand da draußen doch noch irgendwie V-Bucks-Missionen gefunden hat, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich habe jetzt auf Anhieb keine gefunden. Auf der Seite, wo ich das immer nachgucke, habe ich jetzt auch nichts gefunden. Und denkt dran, vergesst nicht meinen Creator-Code zu benutzen, weil ich denke mal, heute wird einiges gekauft von euch. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.